So, was craften wir uns denn jetzt mal? Also das Crafting ist ohne Scheiß echt geil. Vielleicht könnte ich mir so auch mal einen Kaffee machen. Hallo zusammen, mein Name ist Debitor und wir spielen Stranded Deep. So, wir sind mit unserem Flugzeug abgestürzt und keine Ahnung, wo es ist, aber wir schwimmen jetzt einfach mal mit unserem supergeilen Boot hier zu der Insel. Obwohl, können wir gar nicht, ne? Wir müssen... Oh nein, ich muss per Hand schwimmen, also per Fuß, also ohne Boot. Das ist auch wieder so ein Survival-Spiel. Wir müssen quasi überleben. Ich fände es ein bisschen blöd. Ich hätte gerne noch so einen Ball dabei. So wie Wilson. Bei Castaway. So, hier ist auf jeden Fall ein schöner Fisch drin. So, dann gucken wir mal, was wir hier so finden. Müll. Ich meine, die Grafik ist ja geil. Kann man ja nichts gegen sagen. Hallo? Ah, guck mal, ein Stick. Ah, jetzt habe ich einen Stick. Kann ich aber nichts mehr machen hier. Ich glaube, Sticks sind erstmal wichtig. Also das Crafting-Menü ist ein bisschen tricky, aber wir versuchen jetzt einfach mal zu bauen. Ist auch, glaube ich, nicht in-game, deswegen habe ich so eine Website mal aufgemacht, wo ich halt sehe, was ich hier bauen kann, aber... Ich bin aber noch nicht so weit gekommen, wenn ich ehrlich bin. So, warte, ich nehme noch ein paar Steine mit. Steine sind immer gut. Ich glaube, ich habe auch ein Messer... Ich glaube, ich habe auch ein Messer oder so, ne? Ja, genau. Da könnten wir jetzt den Palm Tree mal eben kaputt hauen. Wird auch immer länger, die Palme, wenn man draufhaut. Sieht man ja, die wächst quasi jetzt gerade. Die wächst. Oh. Das ging schneller als gedacht. Kokosnüsse. Ich glaube, die kann man trinken, habe ich mal gehört. Durst hat hier eine Spieler nicht. Jetzt sind hier verschiedene Stämme. Jetzt kann man die noch irgendwie teilen. Glaube ich. Ah. Boah, man hat aufs Handgelenk gehen müssen, wenn man da so drauf ballert mit so einem kleinen Messer, ey. Achso, es ist oben kaputt gegangen. Ja klar, wenn ich unten in der Mitte hau, geht es oben kaputt. Das kann man die, glaube ich, noch kleiner machen. Und ich würde sagen, wir bauen uns als erstes mal irgendwie eine Axt, oder? Da brauchen wir einen Stick, einen Rock und ein Stück Seil. Okay, warte mal dann. Aber Seil macht man, glaube ich, auch so ein Blümchen. Ich guck mal eben, ob ich sowas finde. Full of good stuff. Oh, hier, das. Eine Yucca-Palme. Komm, die können wir da bestimmt... verwenden. Da haben wir es, da haben wir es. Ich will mal gucken, was nehmen wir und was werfen wir weg. Das Geile ist, das Crafting-Menü, da hätte ich ganz gerne mal. Achtung. Mann, warte mal. Was wollte ich bauen? Eine Axt. Also ich werfe jetzt erstmal einen Stick dahin. Dann so ein Stein. Na, und jetzt kommt dieses Menü, dass man jetzt was bauen kann. Achtung. Die warten nochmal. Achso, links gedrückt halten und dann baue ich mir eine Axt. Fertig. Voll geil. So, was craften wir uns denn jetzt mal? Also das Crafting ist ohne Scheiß echt geil. Vielleicht könnte ich mir so auch mal einen Kaffee machen. Vielleicht aber auch nicht. So, gucken wir mal, was wir noch bauen können. Wir haben eine Axt, wir haben Hammer. Einen Hammer könnten wir noch bauen. Sollen wir noch einen Hammer bauen? Aber brauchen wir zwei Steine. Hier liegt schon ein Stick, dann gehen wir mal her und nehmen jetzt nochmal zwei Steine. Und ein Seil. Und dann können wir uns einen Crude Hammer machen. Oder nicht? Crude Hammer? Jawohl. Kann ich das hier kaputt machen? Boah, eine Truhe. Ist das da eine Truhe? Oh, Hardcase. Was ist da drin? Ach, lol. Warte. Ah. Ein Flair. Ja, toll. So, wir können uns aber mal hier eine schöne Hütte am Strand bauen. Ich gucke nur gerade, wo. Hm, ja, hier ist eigentlich ganz nice. Hier sieht schön aus, deswegen wir brauchen einiges an Holz. Auf jeden Fall jede Menge Sticks brauchen wir dafür. Also die Survival Games boomen ja auch. Wenn ihr noch Ideen habt für Spiele, schreibt diese einfach in die Kommentare. Ich zock die einfach mal so ein bisschen an. Oh nein! Okay, warte. Eigentlich muss ich hier doch gedrückt halten, ne? Dann spalte ich mal eben den unteren ab.
So, wir werfen alle auf den Haufen. Dann machen wir Folgendes, und zwar nehmen wir mal unser Werkzeug raus. Eine Foundation können wir bauen. Das ist cool. Ah. Ach so. Nehmen wir nochmal ein. Ah, ich verstehe. Da kann ich doch die Wand reinbauen. Okay, warte mal. Und mach eine Wall. Jawohl. Passt jetzt hier rein? A Campfire. Ja, geil. Ach, 5 Sticks nur. Okay. So, das geht. Machen wir mal hier hin, oder? So neben der Hütte so ein bisschen. Wir machen jetzt einfach mal Licht an. Oh ja, das ist cool. Oh, da ist der Sonnenaufgang. Der sieht schön aus. Es brennt einfach ab. So, ich habe mal ein paar Materialien gesammelt. Wir gucken mal, was wir daraus zusammengeschustert kriegen. Meine Axt ist auch schon so gut wie weg. Ich würde fast schon sagen... A roof? Nein, wir machen eine Foundation. Weil das kann man, glaube ich, auch... Ich kann das nicht einfach hier reintun? Ja, geil! Komm, wir können noch eine Wand bauen. Wir können noch eine Wand bauen. So. Jetzt kommen wir da nicht mehr rein. Egal. Wir machen uns jetzt mal auf den Weg. Wir fahren mal irgendwo hin. Und zwar würde ich sagen zu der Insel. Hier ist gar keine Insel. Kann ich damit einfach schwimmen jetzt? Oh, schade. Ich weiß nicht, was ich damit machen kann. Aber egal. Ich würde sagen, wir schwimmen einfach mal zur nächsten Insel. Ich frage mich nur gerade, wo die ist. Weil ich sehe gerade nichts mehr. Ich werde nie auf so einer Insel überleben können. Vielleicht gibt es ja große Inseln. Das weiß ich gar nicht. Ach, guck mal, ich sehe eine Insel. Boah, ist das weit weg. Alter, was ist das denn? Hä? Nein, boah, direkt ein Tigerhai. Lol. Was ist das? Oh, ein Frack. Finde ich hier was? Oh mein Gott. Komm, du willst mich doch gar nicht. Warum ist denn jetzt hier ein Tigerhai? Ich bin fast bei der neuen Insel. Ich will sehen, was da drauf ist. Boah, da ist ein Herz im Baum. Oh, da ist auch ein Wrack. Das ist aber auch so eine kleine Insel, ne? Gibt's da keine größeren? So eine riesige Insel mal? Nur so Restposten von Inseln? Jawohl, geschafft. Und wir sind auf der neuen Insel und wir sehen... noch mehr Inseln. Überall Inseln. Aber hier sind, glaube ich, mehr Steine. Noch ein Stick, was ist das? Okay, ein anderer Baum, okay. Hallo? Oh, ein Spind! Bandagen! Locker Room. Ich habe aber wenig Platz im Inventar. Ich würde fast schon sagen, wir trinken jetzt mal ein bisschen Kokosnuss. Kein Durst. Wir zünden mal die Fackel an. Oh, die leuchtet schön. Boah, eine Laterne, das ist ja mal cool. Okay, ich würde sagen, hier machen wir mal einen Cut. Wenn euch der Part gefallen hat, dann zeigt es euren Freunden. Abonnieren nicht vergessen. Und ich würde sagen, schreibt mir eure Ideen in die Kommentare. Vielleicht sogar noch ein paar Tipps, was man hier machen kann. Vielleicht spiele ich es ja noch mal ein bisschen privat. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Spiel von irgendwas. Haut rein. Tschüss.